Hallo und herzlich willkommen oder moin moin, wie man so schön in Hamburg sagt, wo ich herkomme, zu einem neuen Video von Joggler66. Jörg, Stunde der Wahrheit. Natürlich habt ihr im Vorspann schon längst gesehen, dass es geht um den nächsten Teil, die nächste Lesung des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Habe ich mich heute am Sabbat, den 15. Juli 2017, so eingefunden, um den nächsten Teil einzulesen und vielleicht noch einen Teil danach. Nun, den Teil, den wir jetzt lesen, den habe ich sogar schon ein klein wenig vorbereitet gestern, weil ich mir doch ein paar Bilder zusammensuchen wollte. Aber den nächsten Teil, sicher wenn ich den später heute im Lauf desselben Tages lese, werde ich nicht mehr vorbereiten. Aber manchmal hat man die Zeit, manchmal hat man sie nicht. Diesmal hatte ich sie und von daher würde ich sagen, ohne weitere Verzögerung begeben wir uns dann mal an die Lesung des Buches Die verborgene Geschichte von der Jesuiten von Edmond Paris aus dem Jahre 1975. Wir sind immer noch in Kapitel 8, wie ihr seht hier, die Jesuiten in der europäischen Gesellschaft. Wir hatten die Jesuiten und General Boulanger letztes Mal gelesen, natürlich den Anfang der Dreyfus-Affäre, eine sehr wichtige Affäre, die ich auch schon besprochen hatte in dem Buch Behind the Dictators. Und da fahren wir jetzt fort auf Seite 79 in dem PDF, also eben mal kurz ein paar Seiten runter. Und dann werde ich zur Einleitung hier diesen letzten Absatz, den ich hier gekennzeichnet habe, noch einmal wiederholen. Und dann lesen wir weiter auf Seite 79 für diejenigen, die in ihrer eigenen Kopie des Buches gerne mitlesen möchten. Ja. Die Parteilichkeit der Ankläger Dreyfusens war derart offensichtlich, dass außerhalb Frankreichs die öffentliche Meinung wach wurde. In Deutschland veröffentlichte die liberal-demokratische Tageszeitung Stuttgarter Tageblatt am 29. August mitten in den Gerichtsverhandlungen einen Artikel, dem wir folgende Formulierung entnehmen. Zitat: Deutschland hat weit mehr getan, als es nötig hatte. Wenn es durch den Mund des Staatssekretärs von Bülow die bekannte Erklärung zu Dreyfus' Gunsten abgab, so ist das eine Staatsaktion gewesen, wie sie voll wichtiger nicht gedacht werden kann. Wenn der Minister des Auswärtigen in solcher Form redet, dann redet er als Vertreter des Reiches und als Vertreter des deutschen Kaisers. Solche Worte haben ein unbedingtes Anrecht auf Glaubwürdigkeit, denn es ist ausgeschlossen, dass ein anständiger und vornehmer Staat unter solchen Umständen etwas anderes aussagen könnte als die reinste Wahrheit. Dazu kommt, dass im November 1897 Herr von Schwarzkoppen auf sein Ehrenwort versichert hat, niemals weder mittelbar noch unmittelbar mit Dreyfus Beziehungen unterhalten zu haben und dass der deutsche Botschafter diese Erklärung amtlich dem französischen Minister des Auswärtigen Amts übermittelt hat. Wenn es in Frankreich Leute gibt, die dennoch die Richtigkeit solcher Erklärungen bezweifeln, so spricht das nur gegen ihren eigenen Charakter und gegen ihre eigene Gesinnung. Die Feststellung einer solchen Tatsache, unter der ein Unschuldiger leiden muss, ist beklagenswert. Unter keinen Umständen kann aber Deutschland sich dazu hergeben, für seine feierlich abgegebene Erklärung einen weiteren Beweis anzutreten, sei es durch Vorbringung von Zeugen oder durch Vorbringung von materiellen Beweisen. Zitiert aus dem Neues Tageblatt Stuttgart vom 29. August 1899. Guck mal, damals stand Deutschland noch für die Aussagen, die sie machte. Und ich werde nicht weiter darauf eingehen, das hier in dieser Lesung zu kommentieren, weil das habe ich in der letzten Lesung schon gemacht. Aber wir fahren jetzt im nächsten Absatz gleich mal fort. Mal eben schauen, ich hatte hier noch ein Bild vorbereitet, dass wir hier von den Schwarzkoppen die Wahrheit über Dreyfus hier mit einblenden. Das können wir uns dann inzwischen anschauen. Und dann lesen wir mal eben weiter. Der Hass, Irrsinn und Fanatismus aber erfuhr trotz all dessen keine Entschärfung. Selbst neuerliche Fälschungen fanden Gebrauch, jene ersetzend, die inzwischen alles Vertrauen verspielt hatten. Alles in allem war es nicht mehr als eine üble Posse. Deren Schluss war die Verurteilung Dreyfuses zu 10 Jahren Haft mit mildernden Umständen. Dieser furchtbare Prozess rief weltweit empörtes Staunen hervor. Man sah mit Abscheu auf Frankreich. Wer hätte ein derart furchtbares Leid voraussehen sollen, rief Clemenceau, Georges Benjamin Clemenceau, französischer Staatsmann, der lebte zwischen 1841 und 1929, den wir hier im Bild sehen.
Georges Benjamin Clemenceau. Wer hätte ein derart furchtbares Leid voraussehen sollen? Rief Clemenceau beim Lesen englischer und deutscher Zeitungen aus. Das Gebot der Stunde hieß Erbarmen. Eine Umkehr in dem militärischen Versagen anstrebend, dessen Opfer er war, so sagte er, habe es Dreyfus akzeptiert, dass weitergemacht würde. Für diese Umkehr mit der Gerechtigkeit der Kriegsräte zu rechnen, war zwecklos. Wie diese Gerechtigkeit arbeitet, das hatte man bereits gesehen. Ein weiteres Mal kam sie vom obersten Berufungsgericht, das nach eingehenden Untersuchungen und langen Debatten das Urteil von Rennes ein für allemal aufhob. Das Urteil von Rennes war das bereits in der vorherigen Lesung besprochene 1899 gefällte Urteil, das Dreyfusens 1894 erfolgte und Verurteilung wegen Landesverrat bestätigte und eine 10-jährige Haftstrafe mit mildernden Umständen festlegte, anstatt die Verbannung auf die Teufelsinsel, von der wir sprachen. Wenige Tage später nahmen Versammlung und Senat eine feierliche Abstimmung Dreyfus wieder in die Armee auf. Dreyfus, der zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen und öffentlich rehabilitiert wurde. Was ist das denn für ein Satz hier? Ja, manchmal komme ich ein bisschen aus dem Lauf raus. Diese derart mühsam erreichte späte Umkehr war ehrenhaften und mutigen Männern zu verdanken, wie jenen, deren Heraustreten sich der Unschuldige auf der Teufelsinsel zu sehen gewünscht hatte. Ihre Zahl wuchs mehr und mehr, so die Wahrheit ans Licht kam. Nach dem raschen Freispruch des Verräters Esterhazy durch einen Kriegsrat im Januar des Jahres 1898 veröffentlichte Émile Zola, den wir hier im Bild sehen, in Clemenceaus Publikation Aurore seinen berühmten offenen Brief »Ich klage an, j'accuse«. Er schrieb, Zitat, »Ich klage schließlich das erste Kriegsgericht, also den ersten Kriegsrat an, das Recht verletzt zu haben, indem es einen Angeklagten aufgrund eines geheim gehaltenen Schriftstücks verurteilte.« Hier mal eben eine kleine Anmerkung von mir. »Ich klage«, sagt Émile Zola, »das erste Kriegsgericht an, das Recht verletzt zu haben, indem es einen Angeklagten aufgrund eines geheim gehaltenen Schriftstücks verurteilte.« Warum ist das ein so wichtiger Satz? Weil in der Inquisition, wenn die römisch-katholische Kirche gegen sogenannte Ketzer vorgeht, es geheime Zeugenaussagen gibt, ja, geheime Anklagen gibt, die Leute nicht überprüfen können. Wir leben heute mehr oder weniger in einem Rechtssystem, in dem wir unseren Ankläger kennen und in dem wir wissen, was uns zur Last gelegt wird. Das war während der Inquisition im Mittelalter nicht so. Und wenn die Inquisition wieder in ihre Arbeit kommt, wird das auch nicht so sein, weil das ist römisch-kanonisches Recht. Vor dem sollten wir mehr Respekt und Angst haben, wenn überhaupt vor irgendetwas auf dieser Welt Angst zu haben ist, als vor dem sogenannten Scharia-Gesetz der Muslime. Das ist beinahe ein Witz gegenüber dem kanonischen Recht der römisch-katholischen Kirche. Und Émile Zola sagt ja hier, dass er das erste Kriegsgericht anklagt, weil es einen Angeklagten aufgrund eines geheim gehaltenen Schriftstücks verurteile. Ja, aber wenn das Schriftstück geheim gehalten ist, dann kennt weder der Angeklagte noch sein Verteidiger noch irgendeine eine Jury dessen angeklagt ist, weil es eben geheim gehalten ist. Und natürlich klagt Émile Zola das hier an. Aber mit solchen Sachen kommt man durch, wenn man das ganze System in der Tasche hat. Das ist genauso wie damals nach dem Anschlag auf, wie hieß er wieder, Abraham Lincoln. Ja? Nach dem Anschlag auf Abraham Lincoln, da war ja auch festgestellt worden, dass eben der John Surratt dafür verantwortlich war. Und als man seiner habhaft werden wollte, ist er geflüchtet nach Kanada, dann nach England und später im Vatikan, in der Uniform einer Schweizer Garde verhaftet worden, nach Amerika verfrachtet worden und vor Gericht gestellt worden und vor Gericht tatsächlich freigesprochen worden. Nicht, weil es keine Beweise gab,
Aber weil Ankläger und Richter in der Tasche der Jesuiten waren. Genau wie in der Inquisition. Wenn man all die Seiten kontrolliert, dann muss man sich keine Sorgen darüber machen. Aber hier klagt Emile Zola eben deutlich an: Ich klage das Gericht an, da es einen Angeklagten aufgrund eines geheim gehaltenen Schriftstücks verurteilte. Und ich klage das zweite Kriegsgericht an, fährt Zola fort, diese Gesetzwidrigkeit in höherem Auftrag gedeckt zu haben. Ja, was ist denn wohl der höhere Auftrag, ne? Indem es im Wesentlichen Freispruch eines Schuldigen, ein Justizverbrechen, beging. Die Ritter aber unserer berühmten Kompanie, also der Sociedad Jesus oder der Kompanie Jesus, waren darauf bedacht, alles, wodurch die Öffentlichkeit aufgeklärt werden könnte, zu vertuschen. Das sind sie heute noch. Eine parlamentarische Anfrage des katholischen Abgeordneten de Mun brachte Zola vor das Schwurgericht. Also, erst spricht er hier aus, Emile Zola, dass er das Kriegsgericht anklagt, fälschlich einen Angeklagten verurteilt zu haben aufgrund eines geheim gehaltenen Schriftstücks. Und dann fangen die Mühlen der Jesuiten richtig an zu mahlen und man brachte Zola vor ein Schwurgericht. Das ist ein aus Berufsrichtern und Schöffen bestehendes, für besonders schwere Straftaten zuständiges Gericht. Das kennen wir ja heute aus Deutschland auch noch, zumindest den Ausdruck. Seine und der mutige Schriftsteller, also Seine, das ist Seine und Marne, das ist eine andere Person hier, und der mutige Schriftsteller wurden im Ergebnis dieses skandalösen Verfahrens zur Höchststrafe von einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die öffentliche Meinung wurde durch die lautstarken Proteste der religiösen Nationalisten derart gut getäuscht, dass die Wahlen im Mai des Jahres 1898 zugunsten letzterer ausfielen. Diesen Satz muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die öffentliche Meinung wurde durch die lautstarken Proteste der religiösen Nationalisten derart gut getäuscht, dass die Wahlen im Mai des Jahres 1898 zugunsten letzterer ausfielen. Und wie ist das heute mit der Täuschung der Wähler? Doch auch kein Deut anders. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, Menschen, das ist alles schon mal da gewesen, gab es früher genauso wie heute. Das Aufdecken der Fälschungen, die Entlassung des Generalstabschefs, die offensichtliche kriminelle Parteilichkeit der Richter öffneten nichtsdestotrotz zunehmend die Augen der aufrichtig die Wahrheit Suchenden, die aber fast ausschließlich aus den Reihen der Protestanten, Juden und Laienbrüder kamen. Jetzt habe ich hier natürlich in grün den Hauptsatz dieser zwei Sätze angestrichen. Die Wahrheit Suchenden aus den Reihen der Protestanten, Juden und Laienbrüder. Warum ist das grün angestrichen? Weil Katholiken, und ich meine jetzt nicht den normalen Durchschnittskatholiken, der am Sonntag in die Kirche geht und den Eucharist nimmt und keine Ahnung von der Religion hat, der er eigentlich folgt, sondern ich spreche von der Hierarchie und der Organisation dieser Kirche. Die Katholiken suchen die Wahrheit nicht. Die Katholiken suchen die Wahrheit zu verdrehen. Es ist ja nicht für nix die Synagoge Satans. Und deswegen finde ich diesen kleinen Hauptsatz, den man hier aus diesen zwei Sätzen rausschneiden kann, doch wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind. Die Wahrheitssuchenden sind Protestanten, die erkannt haben, dass nur eine Lüge gelehrt wird, sind Juden, die auch wissen, dass eine Lüge gelehrt wird, und sind Laienbrüder, also nicht organisierte religiöse Menschen, ganz normale Menschen, die eben die Wahrheit suchen. Alles, was außerhalb dieser Organisation der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche liegt, da gibt es eine Menge Leute, die wirklich die Wahrheit suchen. Die gibt es heute auch noch, aber viele stellen sich mit einer Wahrheit zufrieden, die für sie angenehm ist. Darum muss es nicht die Wahrheit sein, darum muss es nur für sie angenehm sein, dass es die Wahrheit sein könnte. Solche Spötter lassen sich nicht überzeugen von irgendwelchen Fakten, lassen sich nicht überzeugen von Büchern wie diesem hier, lassen sich nicht überzeugen von der Bibel. Sie spotten der Wahrheit, genauso wie in der Bibel bereits geschrieben steht, dass am Ende der Zeit Spötter kommen werden, die alles ins Lächerliche ziehen, wenn
die Wahrheit gesprochen wird. Aber hier gab es noch Wahrheitssuchende, hauptsächlich aus den Reihen der Protestanten, Juden und Laienbrüder. Von Adrien Dansett lesen wir das folgende Zitat. Die Katholiken in Frankreich, die für Dreyfus Partei ergriffen, waren rar. Ja, es waren hauptsächlich Protestanten, Juden und Laienbrüder. Einige unter ihnen Prominente. Das Wirken dieser Handvoll Menschen war unmerklich, umgeben von verabredetem Stillschweigen. Ende Zitat von Dansett. Also, es gibt auch innerhalb der Hierarchie der Katholiken welche, die die Wahrheit aufdecken wollen oder die darüber berichten, aber, wie es hier steht, umgeben vom verabredeten Stillschweigen. Das Wirken dieser Handvoll Menschen war unmerklich. Es waren zu wenig, zu wenige haben keine Stimme. Nun, Brugeret, ja, da haben wir dieses Bild hier. Die meisten Priester und Bischöfe blieben vom Dreyfus Schuld überzeugt, schrieb Abt Brugeret. Auch erklärte Georges Sorel, ein Publizist und Sozialphilosoph, Zitat, während mit der Dreyfus-Affäre ein Riss durch alle sozialen Gruppen ging, war sich gegen eine nochmalige Überprüfung die katholische Welt absolut einig. Peguy seinerseits gibt zu, dass sämtliche politischen Kräfte der Kirche bislang stets gegen Dreyfus waren. Müssen wir an die von Libre Parole und La Croix veröffentlichten Spenderlisten zugunsten der Witwe des Fälschers Henri, der Selbstmord beging, erinnern? Die Namen der spendenden Priester hatten oft nicht sehr missionarische Bemerkungen als Zusatz, wie uns Adrien Dansett wissen lässt, der die Besagten wiedergibt. Jetzt folgt ein Zitat mit einer kleinen Bemerkung, wie ihr hier bereits sehen könnt. Ein gewisser Abt Croix bat um einen Bettvorleger aus Judenhaut, auf dem er früh und abends herumtreten könne. Ein junger Priester möchte mit seinem Absatz Reinachs Nase zertreten. Drei Priester würden liebend gerne dem Juden Reinach einen Schlag in seine dreckige Visage verpassen. Ende Zitat. Können wir nachlesen bei Adrien Dansett. Was habe ich hier angestrichen? Mit der gelben Farbe? Ein gewisser Abt Croix bat um einen Bettvorleger aus Judenhaut. Wir sprechen hier über das Ende des 19. Jahrhunderts. Kleine Bemerkung von mir. Ist das der Vorläufer des sogenannten Lampenschirmes aus Judenhaut, der so gesagt in den KZs in den Konzentrationslagern der Deutschen in der Zeit des Dritten Reiches produziert wurde? Wie kommt man darauf, ein Bettvorleger aus Judenhaut machen zu lassen? Aber dahinter ist doch wohl derselbe Gedankengang wie der dieser Lampenschirme aus Judenhaut, die dem Dritten Reich angekreidet werden. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Wir sehen, dass hier bereits gewünscht wird, Bettvorleger aus Judenhaut zu machen. Das ist ja nicht so weit weg von einem Lampenschirm aus Judenhaut, ne? Es kommt aber nicht aus Deutschland. Habt ihr da schon mal in der Geschichte drüber gehört? Allein der Weltklerus ist noch etwas zurückhaltend. In den Ordensgemeinschaften geht es bösartiger zu. Am 15. Juli des Jahres 1898, dem Tag der Preisverleihung des von Generalissimus, also dem ranghöchsten Offizier Jamont, Vizepräsident des Obersten Kriegsrats, geleiteten Kollegs zu Arcueil, hielt Pater Didon, der lebte zwischen 1840 und 1900, da habe ich ein Bild von Didon, hier sehen wir ihn, hielt Pater Didon, Rektor der Albertus-Magnus-Schule, eine heftige Rede, in der er es befürwortete, Gewalt gegen die Männer anzuwenden, deren Verbrechen die mutige Anklage gegen ein militärisches Versagen war. Zitat. Haben wir, so der beredete Mönch, die Gottlosen als Freie zu entlassen? Mitnichten. Der Feind heißt, der Gewaltverachtung vorgebende Intellektualismus und das Militär unterordnen wollende Zivilisten. Wo Überzeugungsarbeit nicht ausreichend, wo Liebe unwirksam war, dort müssen wir das Schwert schwingen, Schrecken verbreiten, Köpfe abhacken, Krieg führen, dreinschlagen.
Ende. Zitat. Diese Rede schien ein Schlag ins Gesicht aller Sympathisanten jenes armen Verurteilten, Dreyfus, zu sein. Dieser Mönch, den wir hier schön in weiß gekleidet sehen, spricht hier, wo Überzeugungsarbeit nicht ausreichend, wo Liebe, wie auch immer er oder die Kirche, deren Mitglied er ist, Liebe definiert, unwirksam war, dort müssen wir das Schwert schwingen, Schrecken verbreiten, Köpfe abhacken, Krieg führen, dreinschlagen. Das klingt für mich sehr jesuitisch. Von daher hätte ich auch keinen Zweifel daran, wenn mir jemand sagen würde, dass Reverend Père Henri Didon ein Mitglied des Jesuitenordens hätte gewesen sein können. Diese Rede schien ein Schlag ins Gesicht aller Sympathisanten jenes armen Verurteilten Dreyfus zu sein, schreibt Abt Bruguret. Wie viele davon aber haben wir seither gehört? Diese Aufrufe adliger Geistlicher zur blutigen Repression, insbesondere während der deutschen Besatzung. Hinsichtlich des Aufrufs zum Hass gegen den Intellektualismus können wir dessen perfekte Wirkung in der Erklärung eines gewissen Generals finden. Zitat: Spreche mir wer von Intelligenz und ich ziehe meinen Revolver. Komm mir mit Argumenten, die ich nicht widerlegen kann, und ich erschieße dich. Denken gewaltsam ausschalten ist ein Grundsatz der römischen Kirche, der sich nie verändert hat, fährt der Autor fort. Und diesen Satz musste ich ganz einfach grün nach vorne bringen. Denken gewaltsam ausschalten ist ein Grundsatz der römischen Kirche, der sich nie geändert hat. Die römische Kirche will keine denkenden Untertanen. Der Papst, die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, denkt für euch. Der Papst ist euer Gewissen, nicht die Bibel, nicht der Gott der Bibel. Freiheit des Denkens, Meinungsäußerung, all diese ganzen Freiheiten, die wir kennen, sind zurückzuführen, ursprünglich vielleicht teilweise noch auf die Magna Carta, aber hauptsächlich auf den Protestantismus, auf die Reformation im 16. Jahrhundert. Und je mehr diese abgeschafft wird, desto mehr kommt die Kirche in ihre alte Macht zurück. Und Denken gewaltsam ausschalten ist ein Grundsatz der römischen Kirche, der sich nie geändert hat. Denkt doch mal drüber nach, was heutzutage passiert. Denken wird uns doch abgenommen. Habt ihr schon mal den Ausdruck Zombies gehört, von den Smartphone-Zombies? Da denkt man doch gar nicht mehr. Die Leute gehen mit dem Kopf gebückt auf ihr Handy schaltend durch die Straßen. Ich habe letztens gehört, deswegen gibt es in Deutschland sogar schon Ampeln auf dem Fußboden. Dass die Leute, wenn sie mit ihrem Smartphone beschäftigt sind, auf dem Fußboden erkennen können, ob sie jetzt über die Straße laufen können oder nicht. Ja? Denken ausschalten. Hier steht noch Denken gewaltsam ausschalten. Ja, okay, aber Denken ausschalten ist ein Grundsatz der römischen Kirche. Da geht's drum. Denk nicht. Denk niemals für dich selber, weil, ey, wenn du denken kannst, dann kommst du ja vielleicht dahinter, dass du von uns betrogen, belogen und betrogen wirst. Und zwar von der Wiege bis zum Grab. Ein ganz wichtiger Satz ist das hier. Denken gewaltsam ausschalten ist ein Grundsatz der römischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Ein Grundsatz, der sich nie geändert hat. Denkt da mal ein wenig drüber nach. Abt Bruguret, führt der Autor fort, wundert sich jedoch über die Tatsache, dass nichts den Klerus in seiner Überzeugtheit von Dreyfusens Schuld zu erschüttern vermochte. Zitat: Ein derart einschneidendes und dramatisches, gleichsam einem Donnerschlage aus heiterem Himmel herabkommendes, die im Generalstabe arbeitende Fälschungsabteilung ans Licht bringendes Ereignis muss doch selbst jenen nicht die Wahrheit finden wollenden inzwischen die Augen geöffnet haben. Wir beziehen uns hier auf die Entdeckung der von Henri angefertigten Fälschungen. War es nicht für den französischen Klerus und die Katholiken an der Zeit, einem Versagen, das sich zu lange fortsetzte, entgegenzutreten? Sie, die Priester und die Gläubigen, hätten, wie die in den Evangelien genannten Arbeiter, geschlossen um die 11. Stunde gegangen sein könnten, um die Reihen der Verteidiger von Gerechtigkeit und Wahrheit zu stärken. Doch erleuchten noch so offensichtliche Tatsachen das von Vorurteilen beherrschte Denken nicht immer.
Denn Vorurteile sind gegen Überprüfung und rebellieren von Natur aus gegen Beweise. Auch das ein ganz wichtiger Satz. Vorurteile sind gegen Überprüfung und rebellieren von Natur aus gegen Beweise. Genau deswegen lesen und glauben überzeugte Katholiken die Bibel nicht. Der römische Katholizismus ist eine auf Vorurteilen und Aberglauben basierte Religion. Den kannst du mit so viel Beweisen abkommen, wie du willst, sie finden immer Argumente dagegen. Jesus sagte es bereits in der Bibel, dass für die Pharisäer und die Schriftgelehrten die Traditionen so viel wichtiger sind als das geschriebene Wort. Probiere die Leute mit geschriebenem Wort zu überzeugen und dann bringen sie dir noch Argumente dagegen. Es ist einfach so. Vorurteile sind gegen Überprüfung und rebellieren von Natur aus gegen Beweise. Und der römische Katholizismus ist eine vorurteilige und abergläubische Religion. Der Autor fährt fort, weiter mit einem Zitat von Abt Brugeret. Was werden nicht alles für Anstrengungen unternommen, auf das Katholiken im Irrtum verharren? Und nicht nur, ja, muss man hier auch highlighten, farblich unterstreichen hier. Was werden nicht alles für Anstrengungen unternommen, auf das Katholiken im Irrtum verharren und all die anderen eben auch? Deswegen wird Irrtum in dieser Welt gelehrt und jede mögliche Anstrengung dafür unternommen, um die Leute in dem Missglauben, in dem Irrglauben zu lassen. Was schreibt Abt Brugeret jetzt? Konnten sie ahnen, dass sie schädlich betrogen wurden von einer Presse, die hartnäckig sämtliche Unschuldsbeweise, sämtliche den Strafgefangenen auf der Teufelsinsel begünstigenden Zeugenaussagen verdeckte und es auch beschlossen hatte, mit allen Mitteln zu verhindern, dass der Gerechtigkeit Genüge geschähe? Ende Zitat. An vorderster Front jener Presse standen, wie wir gesehen haben, die mit Hilfe des Jesuitenpaters Dulac geschaffene La Libre Parole, das heißt das freie Wort, und La Croix, also das Kreuz, des Assumptionisten Pater Bailly. Da sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Der Orden der Assumptionisten, ein getarnter Zweig der Societas Jesu, also der Gesellschaft Jesu, der Jesuiten, auf ihn haben wir die Inangriffnahme und Durchführung der Anti-Dreyfus-Kampagne zurückzuführen. Ein nicht verdächtiger Zeuge, Pater Le Canuet, und von dem habe ich versucht, ein Bild zu finden im Internet, aber das ist nicht möglich, aber ich habe von ihm eine Schrift gefunden, aus der hier auch zitiert wird, Les Signes avant-coureurs de la séparation, ja, die Vorboten der Trennung von R.P. Le Canuet, wie ihr hier lesen könnt. Das habe ich gefunden, aber ein Bild der Person ist im Internet nicht zu finden. Ein nicht sehr verdächtiger Zeuger, Pater Le Canuet, schreibt mutig, Zitat, die Historiker der Affäre haben die Kongregationen und insonderheit die Jesuiten entlarvt. Historiker der Affäre haben die Ordensgemeinschaften und insonderheit die Jesuiten entlarvt. Und wir müssen diesmal zugeben, dass die Jesuiten in sehr unüberlegter Tollkühnheit den ersten Schuss abgaben. Ende Zitat von Pater Le Canuet. Die katholischen Regionalzeitungen wie der so informative und weit verbreitete Lyoner Nouvelliste werden sich fast alle an der düsteren Verschwörung gegen Wahrheit und Gerechtigkeit beteiligen. Es schien, als würde das durchbrechende Licht aufzuhalten und die Öffentlichkeit im Dunkeln zu lassen, als Losung herumgereicht. Ja. Es schien, als würde das durchbrechende Licht aufzuhalten und die Öffentlichkeit im Dunkeln zu lassen, als Losung herumgereicht. Die katholischen Regionalzeitungen sowie der informative, weit verbreitete Lyoner Nouvelliste werden sich fast alle von der düsteren Verschwörung gegen Wahrheit und Gerechtigkeit beteiligen.
Warum ist das ein wichtiger Satz? Denken wir bitte an Intermirifica. Ja, okay, ein Schreiben, das erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts herauskam, vom Papst herausgebracht, in dem deutlich gestellt wird, dass es das Erbrecht, das Grundrecht der römisch-katholischen Kirche ist, um alle Medien zu besitzen. Aber genau darauf geht das hier schon bereits zurück. Inter Mirifica und Miranda Prausus, die zwei Schreiben der Päpste Pius XII., Miranda Prausus und Johannes des 23. Inter Mirifica. Die zwei Schreiben sind zwar erst in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber nichtsdestotrotz war es von Anfang an die römisch-katholische Kirche, die zwar in diesen Schreiben erklärt, dass es ihr Grund ist, die aber von Anfang an alle Medien besessen hat. Alle. Und deswegen lesen wir hier die katholischen Regionalzeitungen wie der so informative und weit verbreitete Lyoner Nouvelliste, also wahrscheinlich in Frankreich sowas, was die Bildzeitung heute in Deutschland ist, werden sich fast alle an der düsteren Verschwörung gegen Wahrheit und Gerechtigkeit beteiligen. Versucht doch mal heutzutage, wenn irgendwo eine Nachricht über einen terroristischen Anschlag kommt oder sowas, im Mainstream, in den Mainstream-Medien eine Zeitung zu finden, die das Gegenteil druckt von dem, was die meisten anderen drucken. Das gibt es nicht. Weil sie alle kontrolliert sind. Kontrollierte Opposition. Inter Mirifica. Die Medien sind alle im Besitz der römisch-katholischen Kirche. Und Medien, die nicht nach ihrer Pfeife tanzen, werden zugemacht. Gab es ja auch schon in vorherigen Lesungen, erinnert euch ja sicher, Beispiele über Zeitungen, die inzwischen nicht mehr erschienen, die bestimmte Dinge damals behauptet hatten. Und diese Zeitung gibt es heute nicht mehr. Habe ich, glaube ich, sogar schon in Alle Wege führen nach Rom vorgelesen. Da gab es auch solche Beispiele. Ja? Aber das ist halt wichtig. Wir müssen uns davon bewusst sein, dass die römisch-katholische Kirche alle Mittel nimmt, um das durchbrechende Licht aufzuhalten und die Öffentlichkeit im Dunkeln zu lassen. Da geht es drum. Die Öffentlichkeit darf nur wissen, was die römisch-katholische Kirche akzeptiert und veröffentlicht. Alles andere darf man nicht wissen. In Wirklichkeit bräuchte man eine eigenartige Blindheit, fährt der Autor fort, um nicht hinter dem von La Croix in Paris und den Provinzen veranstalteten Aufruhr die von Abt Brugeret erwähnte Losung zu erkennen. Und man wäre auch sehr naiv, wüsste man nicht die Herkunft. Die Zeitung La Croix wurde damals übrigens in sehr großer Zahl publiziert. Der Autor fährt fort, Adrien Dansett, den wir ja schon öfter zitiert hatten. Des Weiteren, hier im Bild, Zitat, der Assumptionistenorden in seiner Gesamtheit und samt ihm die Kirche sind es, die durch die La Croix-Kampagne entlarvt wurden. Pater Bailly prahlt damit, dass ihm der Heilige Vater zugestimmt hätte. Ende Zitat. Ja, und wir werden am Ende des noch ein paar Absätze weiter, dann werden wir auf La Croix nochmal ganz deutlich drauf eingehen. Nehmt das jetzt erstmal eben zur Kenntnis, dass Pater Bailly, ja, der hier erwähnt wird, der Gründer von La Croix ist und dass diese Zeitschrift, die Zeitung, die damals in sehr großer Zahl publiziert wurde, hauptsächlich dafür verantwortlich für ist, wie die Dreyfus-Affäre in Frankreich damals wahrgenommen wurde. Das sind die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und dann können wir das, was wir hier von über 100 Jahren damals, was da passiert ist, gelernt haben, mal versuchen zu übertragen auf die heutige Zeit und auf die heutigen Medien. Also, ich lasse im Bild jetzt hier eben nochmal den Adrien Dansett, den wir hier jetzt rechts im Bild sehen. In der Tat bestand über jene Zustimmung kein Zweifel. Waren nicht die Jesuiten, für die die Assumptionisten ihren Namen hergaben, von ihrer Gründung an des Papstes politische Instrumente, des Papstes militärische Instrumente, füge ich hinzu? Zum Lächeln ist jedoch die geschickt in Umlauf gebrachte Geschichte, die von apologetischen Historikern aufgegriffen wird, dass Leo der 13. offensichtlich den La Croix-Leitern zur Mäßigung geraten hätte. Ein uralter Trick! Aber nach wie vor
nicht uneffektiv. Da glaubt man tatsächlich, dass ein Papst was gegen eine im Grunde katholische Zeitung sagt und die Leute sagen von, ach, guck mal, ja, der Papst deckt das da ja auf. Das ist alles nur Theater. Ein uralter Trick, aber nach wie vor nicht uneffektiv. Es gibt heute immer noch einige, die an eine Art Unabhängigkeit des offiziellen Organs des Heiligen Stuhls glauben. Mit anderen Worten, es gibt heute immer noch einige, die daran glauben, dass der Papst das sagen kann, was er sagen will. Der Papst ist nur ein Sprachrohr der Jesuiten, die ihn von hinten steuern. Sehen wir nun, was in Rom selbst von der Civilta Cattolica, da muss ich nochmal eben zurückgehen auf Bild Nummer 7, Civilta Cattolica, das kennt ihr ja schon, das ist das Hausorgan der Jesuiten, der offiziellen Zeitschrift der Jesuiten, Civilta Cattolica, sehen wir nun, was in Rom selbst von der Civilta Cattolica unter dem Titel Il Caso Dreyfus, also der Fall Dreyfus und die Dreyfus-Affäre, veröffentlicht wurde. Aus Civilta Cattolica, bitte schön selber, ja? Hört gut zu. Die Judenemanzipation ist nunmehr das Ergebnis der sogenannten Grundsätze von 1789. Also der Grundsätze der Französischen Revolution mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Das ist ein Grundsatz der Judenemanzipation, sagt Civilta Cattolica hier, deren Joch schwer auf dem gesamten französischen Volke lastet. Die Republik ist in jüdischer Hand und mehr hebräisch denn französisch. Der Jude ist von Gott geschaffen worden, um, wo auch immer man Verrat vorbereitet, als Spion zu dienen. Nicht allein an Frankreich ist es, sondern auch an Deutschland, Österreich und Italien, die Juden aus der Nation auszuschließen. So werden in dem wiederhergestellten großen Einklange früherer Zeiten Nationen ihr verlorenes Glück wiederfinden. So, ich hoffe, ihr habt den Absatz gut verstanden. Ich lese ihn nochmal vor. Ich finde ihn unglaublich wichtig, dass wir ihn wirklich gut verstehen. Was hier das Jesuiten-eigene Magazin La Civilta Cattolica schreibt. Und zwar am 5. Februar 1898. Ja? Hier in Blau könnt ihr das sehen. Das ist aus dem Magazin der Jesuiten selber. Hört gut zu. Die Judenemanzipation ist nunmehr das Ergebnis der sogenannten Grundsätze von 1789, deren Joch schwer auf dem gesamten französischen Volke lastet. Die Republik ist in jüdischer Hand und mehr hebräisch denn französisch. Der Jude ist von Gott geschaffen worden, um, wo auch immer man Verrat vorbereitet, als Spion zu dienen. Nicht allein an Frankreich ist es, sondern auch an Deutschland, an Österreich und Italien, die Juden aus der Nation auszuschließen. So werden in dem wiederhergestellten großen Einklange früherer Zeiten Nationen ihr verlorenes Glück wiederfinden. Ende Zitat. Wenn das hier keine Ankündigung einer Judenverfolgung ist, dann weiß ich es nicht. Wenn das hier nicht ein deutliches Schreiben ist von, ihr erinnert euch doch wohl noch an meine Videos über den Eid der Jesuiten. Und da stand drin, dass man als Spion gilt, auch in den eigenen Reihen als Jesuit, und dass man sogar so tief sinken muss wie ein Jude, um im Auftrage der Kirche alle Informationen zu beschaffen, die wichtig sind für das Erreichen der Ziele der Kirche. Was schreibt denn Civilta Cattolica hier? Die Republik ist in jüdischer Hand und mehr hebräisch denn französisch. Der Jude ist von Gott erschaffen worden, um, wo auch immer man Verrat vorbereitet, als Spion zu dienen. Wer dient als Spion? Der Jesuit und nicht der Jude.
Nun, ich habe hier einen kleinen Kommentar beigeschrieben. Oh oh. Wenn das mal nicht ein deutscher Antisemitismus ist. Ein. Nein, 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 mein Kommentar war dort anders. Oh oh, wenn das mal nicht deutscher Antisemitismus ist. Lange vor dem Dritten Reich. Von Rom, das Juden seit mehr als 2000 Jahren verfolgt, unterjocht und ermordet. Wird euch das auch gelehrt in der Schule heute? Das ist mal Antisemitismus, wie er nicht aus Deutschland kommt, wenn man sagt, Deutschland ist so ein antisemitisches Land. Die Civilta Catholica ist ja wohl noch mehr antisemitisch, wie wir hier gerade lesen konnten. Und die Civilta Catholica ist das Hausorgan der Jesuiten. Also sind die Jesuiten gegen die Juden. Also ist die römisch-katholische Kirche gegen die Juden. Die römisch-katholische Kirche verfolgt die Juden bereits seit mehr als 2000 Jahren. Weil die Verfolgung der Juden war ja sogar schon vor der Geburt Jesu Christi da. Und nach der Geburt Jesu Christi und nach dem Tod Jesu Christi ging die Verfolgung der Juden weiter. Es ist die römisch-katholische Kirche, die die Juden verfolgt. Es sind nicht die Juden, die die Heiden verfolgen. Die Juden regieren gar nicht. Die Juden sind verlorene Schafe, die der Herr auch wieder einsammeln muss. Und ich denke, das wird aus diesem kleinen Artikel von Civilta Catholica vom 5. Februar 1898 ziemlich deutlich. In den vorangegangenen Kapiteln haben wir eine kurze Zusammenfassung des großen Einklanges und Glücks gegeben, die die Nationen dort genossen, wo die Söhne Loyolas die Beichte hörten und die Könige inspirierten. Wie wir eben erst gesehen haben, herrschte auch Einklang, als die Beichtväter und Ratgeber der Chefs des Generalstabs waren. Laut Bruguerette schmeckte General de Boisdeffre, Beichtkind von Jesuitenpater Dulac, dieselbe Bitternis wie alle anderen vor ihm, die in gleicher Weise von diesen Gewissensführern getäuscht wurden. Die Geständnisse des Fälschers Henri ließen ihm keine andere Wahl, als zurückzutreten. Als Mann von großer Ehre wird er seinerseits erklären, dass er schändlich getäuscht worden und jenen, die ihn kannten, klar sei, dass er aufgrund der Verschwörung, deren Opfer er sei, tiefe Verbitterung empfände. Nun, ich habe euch ja gesagt, wir gehen gleich nochmal ins Internet und schauen uns die Geschichte von Lacroix ein wenig an. Die Geschichte von Lacroix beginnt mit einem Artikel, wo Papst Leo XIII. Sagt, Le pape Léon XIII à la fin de sa vie, il m'a trompé. Was heißt denn das? Papst Leo XIII. Sagt zum Ende seines Lebens hin, der lebte, glaube ich, bis 1908 oder sowas in der Richtung, Anfang des 20. Jahrhunderts, il m'a trompé. Was heißt das? Das übersetzen wir. Das heißt, sie haben mich betrogen. Sie haben mich betrogen, sie haben mich belogen. Wen haben sie? Wer hat ihn belogen und wer hat ihn betrogen? Die Jesuiten. Ne? Und genau das Gleiche lesen wir hier über die Geständnisse des Fälschers Henri und über den General de Boisdeffre, Beichtkind von Jesuitenpater Dulac, dieselbe Bitternis, dass er sagt, dass er aufgrund der Verschwörung, deren Opfer er sei, tiefe Verbitterung empfände. Er sei schändlich getäuscht worden. Il m'a trompé. Sie haben mich betrogen oder sie haben mich getäuscht. Das, was Papst Leo XIII. Hier am Ende seines Lebens über die Jesuiten sagt, und da kommen wir dann gleich noch drauf, das sagt der General de Boisdeffre auch. Er wurde schändlich getäuscht. Er wurde betrogen von den Jesuiten. Na. Ab Bruguerette, da brauche ich wieder Bild Nummer 10. Dann gehen wir eben nochmal weiter. Das ist 9. Ab Bruguerette. Und ab Bruguerette fügt hinzu, zu dem, was hier der Chef des Generalstabs, General de Boisdeffre, bereits sagte, dass er alle Verbindungen zu seinem geistigen Beichtvater abbrach und es selbst ablehnte, jenen zu sehen, als er starb.
Nach all dieser in der Civilta Cattolica geschriebenen und veröffentlichten Lektüre wäre es überflüssig, sich noch eingehender mit der Schuldhaftigkeit des Ordens zu befassen, und wir können dem nur beipflichten, was Josef Reinach damals schrieb. Josef Reinach, das sind die Bilder, die ich hier vorbereitet habe. Josef Reinach schreibt hier Revision de l'histoire de l'affaire Dreyfus, ne? Also die Geschichte der Affäre Dreyfus, oder Revision der Geschichte der Affäre Dreyfus von Josef Reinach, einem Historiker, geschrieben. Und hier ist er dann im Bild, Josef Reinach. Also, Josef Reinach schrieb damals, Zitat, die diese dunkle Affäre ausgeheckt haben, sind, wie zu sehen, die Jesuiten. Und Dreyfus ist ihnen lediglich Vorwand. Was sie wollen und auch zugeben, ist die Strangulierung des Laienstandes und eine Neuausrichtung der französischen Revolution, die Abschaffung fremder Götter, der Dogmen von 1789. Ende Zitat von Josef Reinach. Das ist deutlich genug, eh? Während aber allen Beweisen zum Trotz immer noch einige darauf beharren, dass es möglicherweise ein Missverständnis zwischen dem Papst und seiner Geheimarmee, zwischen den Absichten des einen und dem Handeln des anderen gegeben habe, ist es leicht, einer derartigen Spekulation ihrer Haltlosigkeit nachzuweisen. Sehr aufschlussreich ist hier die Causa Bailli. Und da geht es um die Prüfungsprozedur. Also, Bailli, der, wie wir ja wissen, Aufrichter der Zeitschrift La Croix war, die verantwortlich war für die Propaganda, wie die Dreyfus-Affäre in Frankreich damals überhaupt wahrgenommen wurde, der wurde hier einer Prüfungsprozedur zur Seligsprechung unterworfen. Was ist in der La Croix vom 29. Mai 1956 zu lesen? Stellen wir uns hier die Frage. So, Bild 17, ja, das ist ein bisschen klein, müsst ihr mal sehen, ob ihr das lesen könnt. Das kommt aus Wikipedia. Was ist in der La Croix vom 29. Mai 1956 zu lesen? Nichts weniger als das, Zitat. Wie wir angekündigt hatten, ordnete seine Eminenz, Kardinal Felter, eine Untersuchung zu Pater Baillis Schriften an. Er war der Begründer unserer Zeitschrift und der Maison de la Bonne Presse, also des Hauses der guten Presse. Hier nun der Wortlaut jener mit dem 15. Mai 1956 datierten Verordnung. Wir, Maurice Felter von Gottes Gnaden, Erzbischof von Paris, Legat des Apostolischen Stuhles, Kardinalpriester der Heiligen Römischen Kirche mit der Titelkirche St. Maria vom Frieden, betreffend das von der Kongregation der Assumptionisten vorgelegte und von uns anerkannte Vorhaben, die Causa, also Prüfungsprozedur zur Seligsprechung, des ehrenwerten Dieners Gottes Vincent de Paul Bailli, des Gründers von La Croix und Bonpresse in Rom einzuleiten. Betreffend Anordnungen und Weisungen des Heiligen Stuhls hinsichtlich der Seligsprechung und der Untersuchung der Schriften von Gottesdienern haben wir beschlossen und beschließen, jeder, der diesen Diener Gottes gekannt hat oder der uns etwas Besonderes über sein Leben berichten kann, hat uns dies wissen zu lassen. Jeder, der Geschriebenes dieses Dieners Gottes besitzt, hat uns dies vor dem 30. September 1956 zukommen zu lassen. Seien es gedruckte Bücher, handschriftliche Notizen, seien es Briefe, Mitteilungen, auch von ihm nicht geschriebene Anweisungen oder Bescheide, die er aber diktiert hat. Für alle diese Mitteilungen bestellen wir Herrn Domkapitular Dubois, Sekretär unseres Erzbistums und Glaubensanwalt, für den Einzelfall. Ende Zitat. So, hier kriegen wir jetzt also eine Untersuchung zur Seligsprechung des Gründers der Zeitung La Croix. Ja? Und darum habe ich hier vorbereitet diesen Artikel auf Wikipedia. Das Bild, das ich hier gerade eben gezeigt hatte, das ist auch nicht ganz unwichtig. Ich hoffe, dass ihr das lesen könnt. Aber hier geht es um Journal La Croix, Affäre Dreyfus,
aus dem französischen Wikipedia-Artikel. In Deutsch gibt es da leider nichts drüber, habe ich natürlich geschaut. Könnt ihr dann ja mal selbst durchlesen, wenn ihr Französisch könnt. Das ist nicht uninteressant, was ich hier in das Bild reingemacht habe. Aber wir schauen uns jetzt mal hier die Webseite an über Lacroix. Fängt also an mit dem Papst Leo XIII., der sagt am Ende seines Lebens: Sie haben mich betrogen. Und dann sehen wir hier Campagne du Pater Bailly pour la Résistance, also die Kampagne des Pater Bailly über die Resistance, also die Resistance, Widerstand, über den Widerstand. Ja? Und dann kann man hier eine ganze Menge lesen auf dieser Webseite. Ich werde auch probieren, die mit reinzunehmen, wenn ich dran denke, in die Beschreibungsbox des Videos, wenn ich das hier veröffentliche. Dann heißt es hier: Le combat du Père de Bailly contre la Franc-Maçonnerie, ne? Also die Schlacht oder der Krieg, der Kampf des Paters Bailly gegen die französische Freimaurerei. Da hat er natürlich auch ein Buch zugeschrieben. Hier haben wir ein Bild dieses Paters Bailly. Dann sehen wir hier die verschiedenen Kapitel. Da ist ein bisschen was rausgenommen aus dem Buch. Aber ich zeige euch das aus dem hauptsächlichen Grunde, weil wir hier ein bisschen weiter runter, wenn wir scrollen in diesem Artikel auf der Webseite, ja, das ist alles aus seinem Buch hier rausgenommen, hier auf einmal dann lesen: Le Scandale de l'affaire Dreyfus dura 12 années, de 1894 à 1906. Was auf Deutsch heißt: Der Skandal der Affäre Dreyfus, der ein Dutzend Jahre andauerte, nämlich von 1894 bis 1906. Und warum ist dieser Teil des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten so wichtig, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Warum hämmert der Jörg da so drauf rum? Es geht ja nicht nur um das, was ich hier vorlese, es geht auch um das, was ich daneben kommentiere, und es geht um das, was ihr hauptsächlich doch hoffentlich verstehen wollt. Hoffe ich, dass ihr es versteht. Es geht hier um den bereits hier verbreiteten Antisemitismus, der den Grundstein legt für das, was Hitler später in den 30er Jahren in und mit Deutschland gemacht hat. Der Skandal Dreyfus ist die Basis für den Antisemitismus in Europa. Und der hat stattgefunden zu einer Zeit, wo auch gerade die Jesuiten ihre Zionistenagenda herausgebracht haben. Wo es auf einmal anfing mit Theodor Herzl, dass die Juden eben ihren eigenen Staat kriegen sollten. Weil wir hatten ja gerade eben hier in dem Buch gelesen, wie stand das hier? Das war doch auf der Seite hier vorne, dass hier behauptet wurde, von zivilter Katholika, ja, von zivilter Katholika wurde hier behauptet, dass der Jude geschaffen wurde, wo immer man Verrat vorbereitet, und dass der Jude als Spion dienen sollte. Und dass die Juden aus der Nation auszuschließen sind. Was hat denn Hitler damals gemacht? Oder was wird ihm vorgeworfen gemacht zu haben? Ob das jetzt auch so stattgefunden hat, ist eine andere Sache. Aber wir sehen doch wohl die Agenda dahinter. Und der Artikel hier fährt also fort über den Skandal der Affäre Dreyfus während 12 Jahre von 1894 bis 1906. Und dann könnt ihr das selbst nachlesen und hier sogar die Schlagzeilen von Lacroix, von dem Pater Bailly, der vom Papst selig gesprochen werden soll in den 1950er Jahren, wo wir ja gerade eben hier gelesen hatten. Ja? Wir, Maurice Feldherrn von Gottes Gnaden, Erzbischof von Paris, Legat des Apostolischen Stuhles, Kardinalpriester der Heiligen Römischen Kirche mit der Titelkirche St. Maria vom Frieden, betreffend das von der Kongregation der Assumptionisten vorgelegte und von uns anerkannte Vorhaben, die Causa des ehrenwertigen Dieners Vincent de Paul Bailly, des Gründers von Lacroix in Rom, einzuleiten. Ne? Solche Leute gründen diese Zeitschrift Lacroix, sind damit die Urheber der ganzen Propaganda in dieser Lügenaffäre um die Affäre Dreyfus. Und was macht Rom? Spricht sie selig oder heilig. Erinnert ihr euch an das Kapitel In alle Wege führen nach Rom, Selige oder Heilige, oder weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie hatte ich das damals genannt,
Märtyrer oder Heilige hieß das Kapitel, glaube ich, ne? Das wir damals gelesen hatten in Alle Wege führen nach Rom. Weiß ich jetzt nicht, warum das hier so lange dauert, die Webseite kurz mal aufzubauen. Die ist ja schon längst da. Ne? Das ist hier mein YouTube-Kanal und dann sehen wir hier, die Spielliste Alle Wege führen nach Rom und da sind die letzten paar Videos, die ich im Augenblick, also zum Zeitpunkt, wo ich das hier lese, hochgeladen hatte. Mensch, nochmal, da funktioniert überhaupt gar nicht. Hier, Märtyrer und Heilige, hier ist es doch schon, das Video. Schaut euch das mal anders an hier. Märtyrer und Heilige aus der Videospielliste Alle Wege führen nach Rom. Ja? Das geht genau darum. Schwur der Jesuiten könnt ihr ja auch nochmal anschauen. Ist auch in derselben Spielliste mit drin. Hat mit dem Buch zwar nichts zu tun, aber fand ich doch für Alle Wege führen nach Rom wichtig, damit reinzutun. Schaut euch das Video nochmal an. Märtyrer und Heilige. Knappe Stunde, 58 Minuten dauert das Video. Da geht es genau darum, was wir hier nochmal in Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris jetzt hier lesen, nämlich, dass ein römisch-katholischer Priester, Pater Bailly, der Gründer der Bonpresse, wie wir hier ja schon gelesen hatten, und Lacroix, was wir hier ganz groß sehen, was die Propaganda für die Dreyfus-Affäre erfolgreich in Frankreich durchgeführt hat, selig gesprochen wird. Und das ist doch wohl genau das, Märtyrer und Heilige. Was sind Märtyrer oder Heilige? Sind das solche Leute, wie die römisch-katholische Kirche sich hier nimmt? Oder sind das welche, die im Namen unseres Herrn Jesus Christus ihr Leben lassen? Also ein ganz interessanter Artikel hier von der Lacroix, den ich da bei hatte. Mal gucken. Wir nehmen erstmal hier ein anderes Bild eben und dann lesen wir im Buch noch eben weiter. Mal sehen, wie weit wir jetzt noch kommen. Hier ist ein Diener Gottes auf dem besten Wege, den wohlverdienten Lohn für seine treuen Dienste in Gestalt eines Heiligenscheins zu erhalten, fährt der Autor fort. Das ist genau das, was ich gerade probiert habe, euch deutlich zu machen. Ein zwischen Anführungsstrichen Diener Gottes. Ja, was denn für ein Gott? Welchem Gott dient er denn? Dem Gott der Bibel oder dem Gott dieser Welt? Satan. Das ist eine ziemlich leicht zu beantwortende Frage, denke ich. Hier ist ein Diener Gottes auf dem besten Wege, den wohlverdienten Lohn für seine treuen Dienste in Gestalt eines Heiligenscheins zu erhalten. Und was sein Geschriebenes angeht, das derart sorgfältig erforscht wurde, so wird der Glaubensanwalt daraus wohl sehr vieles auswählen müssen. Hinsichtlich des Gedruckten wird die Sammlung der Lacroix-Nummern vor allem zwischen 1895 und 1899 den erbaulichsten Charakter vorlegen. Ja, wenn man sich diese Lacroix-Nummern, also von der Zeitschrift, die wir hier sehen, zwischen 1895 und 1899 durchliest, dann versteht man, warum die römisch-katholische Kirche den Gründer dieser Zeitung heilig erklären lassen will. Zitat von Abt Bruguerette: Ihre Haltung, also die Haltung der katholischen Zeitung und die der Lacroix in Sonderheit, also insbesondere, ist für alle Aufgeklärten und Aufrechten momentan Ausdruck dessen, was Paul Violet, katholisches Mitglied des Instituts, einen unbeschreiblichen Skandal nennt. Und dieser Skandal hält in der Dreyfus-Affäre fest an schockierendstem Versagen, am Sichstellen und Verbrechen gegen die Wahrheit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit. Und er setzt fort, Zitat: Dies weiß der römische Hof und wissen alle anderen Höfe in Europa. Ende Zitat. Nur wusste es der römische Hof besser als alle anderen. Wie wir 1956 sehen konnten, hatte er der frommen Heldentat seines Dieners Gottes, also Pater Bailly, nicht vergessen, dessen Seligsprechung er doch nunmehr vorbereitete. Zweifelsohne schrieb der Glaubensanwalt unserem künftigen Heiligen jene berühmten Spendenlisten zugunsten der Witwe des Fälschers Henri zu, von denen Abt Bruguerette sagt, Zitat: Betrachten wir heute jene Aufrufe, die Inquisition zurückzubringen, die Juden zu verfolgen, Dreyfusens Verteidiger zu ermorden,
dann ist es, als hörte man die Wahnsinnsfantasien wilder und absurder Fanatiker. Nichtsdestotrotz werden uns diese von Lacroix als erhebendes, erbauendes und frohstimmendes Spektakel dargeboten. Meine lieben Zuhörer und Zuschauer dieses Videos und anderer meiner Arbeiten. Ich werde hier noch anderthalb Seiten fortfahren, weil dann ist das vorbei, aber lasst euch diesen letzten Absatz mal bitte auf der Zunge zergehen. Ja? Das muss man wirklich nochmal ruhig lesen. Betrachten wir heute jene Aufrufe, die Inquisition zurückzubringen. Die Inquisition ist ja niemals weg gewesen, die Inquisition ist nur verändert. Heute ist die Inquisition in der Form von Kriegen. Und wenn Sie sprechen von, ein Regime muss umgeworfen werden, wie es im Englischen so schön heißt, Regime Change, ja, dann geht es immer darum, um irgendwelche Länder, in denen eben nicht das römisch-katholische Gesetz als erstes gilt. Und solche Regime, solche Regierungen de facto müssen umgeworfen werden und müssen in Regierungen de jure verändert werden, weil die römisch-katholische Kirche sieht jede Regierung, die nicht von ihr aufgerichtet ist, als de facto und nicht eine de jure Regierung an. Könnt ihr euch auch mal mit beschäftigen. Also, Inquisition zurückzubringen, die Inquisition ist niemals weggegangen, die Juden zu verfolgen und neben den Juden, wollen wir mal ganz deutlich damit beisagen, auch die paar Protestanten, die es noch gibt, Dreyfusens Verteidiger zu ermorden, dann ist, als höre man die Wahnsinnsfantasien wilder und absurder Fanatiker, derjenigen, die festhalten an der Politik des Konzil von Trient. Das sind die Wahnsinnsfantasien wilder und absurder Fanatiker, die das Konzil von Trient als oberste römisch-katholische Doktrin hinstellen und diesen nachfolgen, inklusive der 125 Verdammungen Anathemas, die gegen die Protestanten am Ende dieses Vatikanischen Konzils, des ersten, das durch die Jesuiten geführt wurde, von Anfang bis Ende, ausgesprochen worden sind. Nichtsdestotrotz werden uns diese von Lacroix als erhebendes, erbauendes und frohstimmendes Spektakel dargeboten. Jetzt nehmt diesen kleinen Absatz und denkt da mal ruhig drüber nach, wie das heute in der Medienwelt doch auch noch ist. Ja? Das, was die Bild-Zeitung als erhebendes und erbauendes und frohstimmendes Spektakel anbietet, das ist die Wahrheit. Denkt mal an die Vorbereitungen des Krieges in Syrien gegen den Iran und was weiß ich nicht alles und die Hetze der Zeitungen heute. Lacroix im 19. Jahrhundert in Frankreich und die Bild-Zeitung im 20. und 21. Jahrhundert in Deutschland. Wo ist denn da der Unterschied? All jene frommen, die Juden betreffenden Wünsche hat der Pater Bailly, der Gründer von Lacroix, zu seinen Lebzeiten nicht die Freude, sie durch besagte wilde Fanatiker unter dem Hakenkreuz verwirklicht zu sehen. Aber er hat den Grundstein für die Fanatiker unter dem Hakenkreuz gelegt. Den Antisemitismus. Er konnte lediglich seine Freude haben an jenem erhebenden, erbauenden und frohstimmenden Spektakel des Himmels, wenngleich laut den Gelehrten und insbesondere laut dem Engel der Schule, dem heiligen Thomas von Aquin, Spektakel jener Sorte dort oben recht vorbereitet seien. Zitat von Thomas von Aquin. Ich weiß ja nicht, ob ihr den kennt, aber ich werde mal eben ein Bild davon nehmen. Thomas von Aquin ist ein Doktor der römisch-katholischen Kirche, der ein fünfbändiges Mammutwerk geschrieben hat, das heißt Summa Theologica. Ja? Saint oder der heilige Thomas von Aquin. Es gibt ein Bild von ihm selber, das ist das hier zum Beispiel, das hatte ich früher auch schon mal in Videos gebraucht, das kennt ihr da vielleicht noch von? Das ist der heilige Thomas von Aquin, ein universaler oder katholischer Doktor der Kirche. Der lebte zwischen 1225 und 1274 und seine Arbeit, ein fünf Bände umfassendes Set, Summa Theologica, das er geschrieben hat, das man hier im Bild sieht. Dieser Thomas von Aquin. In Deutsch heißt das hier die Summa Theologica, das heißt die katholische Wahrheit oder die theologische Summa des heiligen Thomas von Aquin.
erschien 1886. Könnt ihr euch ja mal raussuchen. Also Summa Theologica oder Somme Theologique, wie es im Französischen heißt. Summa Theologica ist das der lateinische Name. Dieser Heilige der römisch-katholischen Kirche schreibt, Zitat, damit den Heiligen die Seligkeit besser gefalle und sie Gott noch mehr dafür danken, dürfen sie die Strafen der Gottlosen vollkommen schauen. Die Heiligen werden ihre Wonne haben an den Qualen der Gottlosen. Sancti de puenis impurior, impiorum gaudebunt. Die Heiligen werden ihre Wonne haben an den Qualen der Gottlosen. Wenn in der Bibel über die Heiligen der Bibel gesprochen wird, glaube ich nicht, dass da auch mal irgendwo drin steht, dass ein Heiliger irgendeine Wonne hat, wenn ein anderer Qualen erleidet. Wie zu sehen, hatte Pater Bailly, der Gründer von Lacroix, das Zeug zum Heiligen. Die Unschuldigen verfolgen, die sich gegen ihn wehrenden verfluchen, mit aller Macht an Lüge und Unrecht festhalten, Unfrieden und Hass schüren. Das sind solide Ehrentitel in den Augen der römischen Kirche. Und wir können ihren Wunsch verstehen, dem Urheber dieser frommen Taten den Heiligenschein zu verleihen. Wir sehen hier, wie Pater Bailly im Einklang ist mit Thomas von Aquin, wenn wir uns seine Aussage anhören, ne? Bliebe allerdings die Frage offen: Wer war dieser Diener Gottes? War dieser Diener Gottes, Entschuldigung, war dieser Diener Gottes, also Pater Bailly, auch ein Wundertäter? Denn wie wir wissen, muss man, um sich eine derartige Beförderung zu verdienen, restlos überprüfte Wunder vollbracht haben. Welche waren die vom Leiter Gründer der Lacroix vollbrachten Wunder? Also Pater Bailly. War es die Umwandlung für seine Leser von Schwarz in Weiß und Weiß in Schwarz? Eine Lüge als Wahrheit dargestellt zu haben und die Wahrheit als Lüge, ist das eins seiner vollbrachten Wunder? Klar doch bestand ein größeres Wunder in der Tatsache, dass er einen ersten Fehler begangen habend und als dieser Fehler entdeckt wurde, Mitglieder des Generalstabs und danach die ganze Öffentlichkeit davon überzeugte, dass es jenen zur Ehre gereichen würde, die Beweise abzustreiten und so den Fehler in Machtsmissbrauch zu verwandeln. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Das heißt, irren ist menschlich, beharren indes teuflisch. Oder, wie es JFK, der ermordete erste katholische Präsident der Vereinigten Staaten, zu sagen pflegte, ein Irrtum wird erst dann zu einem Fehler, wenn man sich weigert, ihn zu korrigieren. Die Weigerung, einen Irrtum zu korrigieren und ihn damit zum Fehler werden zu lassen, ist diabolisch. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Jenem Sprichwort schenkte der Diener Gottes hierbei kaum Beachtung. Statt sich von ihm leiten zu lassen, verbarg er es unter seiner Soutane. Im Grunde genommen ist das mea culpa für die einfachen Gläubigen und nicht für die Geistlichen. Noch, wie wir eben gesehen haben, für die militärischen Führer, die jesuitische Beichtväter haben. Das Ergebnis war, wie gewünscht, das Hochlebenlassen von Parteileidenschaften und die Spaltung der Franzosen. Jetzt kommen wir zu dem Bild von dem Pierre Gaxuet, das ich hier bereits vorbereitet hatte. Pierre Gaxuet. Lesen wir die Aussage des bedeutenden Historikers Pierre Gaxuet. Die Dreyfus-Affäre war der entscheidende Wendepunkt. Von Offizieren verhandelt, bezog sie die militärische Institution ein. Die Affäre weitete sich aus, wurde zum politischen Konflikt, spaltete Familien, zerschnitt Frankreich. Ihre Wirkungen waren die eines Religionskrieges. Sie schuf Hass gegen die Offizierskorps, löste Antimilitarismus aus. Ja, die Aufnahme funktioniert, aber ich hörte gerade so ein Piepen, weil ich eben Angst, dass die Aufnahme nicht mehr geht. Ende des Zitats von dem Historiker Pierre Gaxot.
Die Dreyfus-Affäre war der entscheidende Wendepunkt. Von Offizieren verhandelt, bezog sie die militärische Institution ein. Die Affäre weitete sich aus, wurde zum politischen Konflikt, spaltete Familien, zerschnitt ganz Frankreich. Ihre Wirkungen waren die eines Religionskrieges. Sie schuf Hass gegen die Offizierkorps, löste Antimilitarismus aus. Ihre Wirkungen waren die eines Religionskrieges. Natürlich, weil die Jesuiten führen keine anderen außer Religionskriege. Ja? Jeder Krieg, der von den Jesuiten geführt wird, ist ein Religionskrieg. Und das Wirken von Pater Bayet mit seinem Lacroix und die Wirkungen der Jesuiten mit den Gerichten, die sie in der Hand gehalten hatten, das Schwurgericht und anderen, über den wir gesprochen haben, ist alles nur Beweis dafür, dass es ein Religionskrieg war. Das nach außen hin natürlich anders aussieht. Man kann den Leuten ja nicht sagen von, ey Leute, das ist hier ein Religionskrieg. Nein, nein, nein. Man muss das ja verstecken. Wie könnten wir übersehen haben, dass die Dreyfus-Affäre just im Jahre 1894 dem französisch-russischen Zweiverband begann? Der Zweiverband ist das Jahr, also hier 1894, das Jahr des Wirksamwerdens der militärischen Vereinbarung des dem Dreibund entgegengestellten französischen Zweiverbandes. Welcher Zweiverband ist das? Wir haben hier den Dreiverband Deutschland, Italien und was war das noch? Ach, das kommt hier irgendwo drin vor. Ah, Junge, ist doch. Deutschland, Italien und Österreich-Ungarn. Ja, das ist der Dreierverband. Ja? Haben wir hier in einer kleinen Bemerkung, lesen wir das auch. Ja? Wo wir das Europa jener Zeit denken, das mit Waffen überversorgte und so weiter. Waren wir da eigentlich schon? Warte mal, von Goxet. Da muss ich gleich nochmal lesen. Also, Entschuldigung, dass es hier ein bisschen durcheinander geht, aber das ist eine wichtige Erklärung, die ich hier mitgeben muss. Ja? Wo wir an das Europa jener Zeit denken, an das mit Waffen überversorgte und von seinen zwei Verbündeten, na, und von seinen zwei durch den sogenannten Dreibund mit ihm Verbündeten, nämlich Österreich, Ungarn und Italien, umgebene Deutschland, wo wir uns der Verantwortlichkeit des Vatikans für den Konflikt von 1914 erinnern. Können wir nicht glauben, dass die Verringerung der Stärke unseres militärischen Potenzials nicht vorsätzlich war? So, das ist jetzt eben nochmal ohne die Verwirrung lesen. Ich war hier in dem oberen Absatz hängen geblieben und bin schon auf den nächsten eingegangen. Also lesen wir nochmal die Aussage des bedeutenden Historikers Pierre Gaxot. Bitte, Entschuldigung für die Undeutlichkeit. Nochmal eben deutlich. Die Dreyfus-Affäre war der entscheidende Wendepunkt. Von Offizieren verhandelt, bezog sie die militärische Institution ein. Die Affäre weitete sich aus. Die Dreyfus-Affäre wurde zum politischen Konflikt, spaltete Familien, zerschnitt ganz Frankreich. Und die Wirkungen waren die eines Religionskrieges, wie ich gerade erklärt hatte. Die Wirkungen dieser Affäre schuf Hass gegen die Offizierskorps und löste Antimilitarismus aus. So. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir eben verstehen, es gab damals einen Dreibund, deswegen der Artikel hier weiter, wo wir an das Europa jener Zeit denken, an das mit Waffen überversorgte und von seinen zwei Verbündeten umgebene Deutschland. Das heißt, wir sprechen hier über einen Dreibund, Deutschland mit seinen zwei Verbündeten, und die Verbündeten sind Österreich-Ungarn und Italien, Habsburg, immer eine Hochburg des Vatikan gewesen und Deutschland immer ein erzkatholisches Land, bis der Norden dann mal reformiert wurde von Martin Luther. Diesen Dreibund, ja, wo wir an das Europa jener Zeit denken, an das mit Waffen überversorgte Deutschland und mit seinen zwei Verbündeten umgebene Deutschland, wo wir uns der Verantwortlichkeit des Vatikans für den Konflikt erinnern, können wir nicht glauben, dass die Verringerung der Stärke unseres militärischen Potenzials nicht vorsätzlich war. Mit anderen Worten, diese ganze Dreyfus-Affäre diente dazu, Frankreich militärisch zu schwächen. Und wenn man dann
mit dem Konflikt von 1914, wie er steht, durch den Attentat von Sarajevo ausgelöste internationale sogenannte Juli-Krise über die Kriegserklärung an Serbien, das den Ersten Weltkrieg auslöste, und Frankreich rüstet davor militärisch ab, dann ist das eine Schwächung von Frankreich zugunsten des Dreibunds Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien. Aber das ist, wie die Politik offensichtlich aussieht, wie sie tatsächlich ist, ist eine andere Sache. Und da kommen wir zum Schluss dieses Kapitels in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten jetzt hinzu. Hört gut zu. Wie könnten wir übersehen haben, dass die Dreyfus-Affäre just im Jahre 1894, dem Jahr des französisch-russischen Zweiverbandes, dem Jahr des Wirksamwerdens der militärischen Vereinbarung des dem Dreibund entgegengestellten französisch-russischen Zweiverbandes begann. Wir sehen hier, wie der Vatikan mit einem Zweierbund und Dreierbund, wie die römisch-katholische Kirche mit einem Zweierbund und Dreierbund probiert, Europa aufzuspalten in zwei verschiedene Lager und dann den Krieg 1914 vorsätzlich verursacht und diese zwei Lager gegeneinander aufreibt. Und das ist die Erklärung dafür, dass nicht nur der Erste Weltkrieg, sondern all die ganzen Sachen davor bereits, wie wir vorher bereits zitiert hatten, Religionskriege waren. Ja? Ihre Wirkung waren die eines Religionskrieges, sagt der Pierre Gaxot hier oben. Ja? Und das ist genau der Punkt. Frankreich verbündet sich mit Russland, Deutschland verbündet sich mit Österreich, Ungarn und Italien und dann nehme ich das Attentat, das von Jesuiten verübt wurde in Sarajevo 1914 zum Anlass, um diese zwei Bündnisse gegeneinander knallen zu lassen. Und genau das Gleiche, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, steht uns in der Zukunft noch bevor, wenn der sogenannte Westen, die NATO, gegen den sogenannten Osten knallen wird. Das ist genau dasselbe, das Schmieden von Allianzen und dann die beiden gegeneinander gehen lassen. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg hatten wir die Alliierten gegen die Deutschen und deren Alliierten. Und als Resultat, also die These auf der einen Seite, die Antithese auf der anderen Seite und als Synthese kam heraus die Vereinten Nationen. Wenn es noch einmal kracht und der Westen gegen den Osten knallen wird, dann gibt es wieder eine neue Synthese. Das ist nicht die Vereinten Nationen, das ist dann die neue Weltordnung. Das ist dann die in Arbeit stellen, in Funktion stellen der sogenannten neuen Weltordnung. Dann wird die alte Weltordnung, die Zeit von vor der Reformation, wiederhergestellt sein. Und der Papst wird der unangefochtene Herrscher sein über die ganze Welt. Der Erste und Zweite Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen war nur ein weiterer Schritt in die Agenda hin. Und das kann man sehr gut verstehen, wenn man Geschichtsverständnis hat und dieses Buch und über diese Dreyfus-Affäre hier liest und hier sieht, wie die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche damals hingegangen sind und dafür gesorgt haben, dass die ganze Welt betrogen wurde. Die ganze Welt. Wie heißt das so schön? Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Die Welt will betrogen werden, also wird die Welt betrogen. Und hier sehen wir genau wie, unter anderem mit der Dreyfus-Affäre. Ich finde das so furchtbar wichtig, dass es mir wurscht ist, dass das Video bereits über eine Stunde dauert. Das ist viel zu wichtig, als das hier abschneiden zu können. Wir müssen hier die Vorgehensweise des Vatikan, der römisch-katholischen Kirche und der Regimini Militantes Ecclesiae, der Gesellschaft Jesu, des militärischen Arms der Jesuiten, wir müssen das verstehen. Diesen letzten Absatz nochmal. Wie könnten wir übersehen haben, dass die Dreyfus-Affäre just im Jahre 1894, dem Jahr des französisch-russischen Zweiverbandes, begann? Die Sprecher des Vatikans äußerten sich damals sehr offen über das Abkommen mit einer schismatischen, also nicht sich dem Papst unterordnenden Macht,
nämlich Russland. Die Orthodoxen, verbunden mit Frankreich, das in deren Augen ein Skandal war. Auch heute noch hat ein Prälat seiner Heiligkeit, Monsignore Christiani, keine Scheu, das Folgende zu schreiben. Monsignore Leon Christiani, finde ich auch kein Bild von, habe ich deswegen eins seiner Bücher hier als Bild eingenommen. Was schreibt Monsignore, also das ist ja wieder mal, ne? Über den Titel lasse ich mich jetzt nicht weiter aus, Leon Christiani, was schreibt er? Für den ehrwürdigen Prälaten, also Papst, stellte der Dreibund, Deutschland, Italien, Österreich, Ungarn, keinerlei Bedrohung gegenüber niemandem dar. Und Frankreich ging fehl, angesichts eines derartigen Blockes nicht isoliert zu bleiben. Mit 3-1 wäre der Coup einfacher gewesen. Und unser heiliger Vater, der Papst, hätte nicht 1918 die Niederlage seiner Verfechter beklagen müssen. Ende Zitat von Monsignore Christiani. Und auch hier wird natürlich nicht die ganze Wahrheit gesagt, wie es sich gehört. Denn dass, so gesagt, der Papst mit seinem Dreibund eine Niederlage erlitten hat, ist natürlich nicht wahr. Wenn sich der Dreibund Deutschland, Italien, Österreich, Ungarn in den Krieg begibt gegen Frankreich und Russland und dann noch später beigetreten natürlich auf der Seite von England und den Vereinigten Staaten von Amerika im Ersten sowie im Zweiten Weltkrieg, dann ist am Ende nur einer der Gewinner. Und das ist, das muss jedem deutlich sein, das ist der Papst. Das ist die römisch-katholische Kirche. Weil er hat in jedem Land, in Deutschland, Italien, Österreich, Ungarn, Frankreich und in Russland, England und den Vereinigten Staaten von Amerika, da sitzen überall die Gegner des Papsttums. Und diese reibe ich gegeneinander auf und stehe am Ende als Gewinner da. Das ist genau das, was der Schwur der Jesuiten beabsichtigt, was die durchsetzen wollen. Weil wir reden hier über die verborgene Geschichte der Jesuiten, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, meine lieben Brüder und Schwestern. Das ist das, was wir aus diesem Buch bitte schön verstehen müssen. Die verborgene Geschichte der Jesuiten. So setzen sie ihre Schwüre, ihre Eide, ihre Politik, ihre Kriege durch. Durch diese Art von Politik. Wenn ich die ganzen Politiker beherrsche, dann kann ich den einen gegen den anderen aufhetzen und am Ende steht die Kirche als Gewinner da. Wenn die römisch-katholische Kirche als Gewinner dasteht, dann steht Satan als Gewinner da. Aber wenn wir die Bibel zu Ende lesen, dann wissen wir, dass am Ende unser Herr Jesus Christus siegen wird. Bis dahin haben wir mit einer ganzen Menge von Lug, Betrug, Unwahrheit, Manipulation, Propaganda und so weiter zu leben und zu kämpfen. Die Wahrheit finden wir nur in der Bibel. Und deswegen sollten wir diese täglich lesen. Und ansonsten uns geschichtlich so bilden, dass wenn wir Bücher lesen, wie die verborgene Geschichte der Jesuiten, was ich euch hier vorlese, wenn wir solche Bücher lesen, dass wir dann, wenn wir zwischen den Zeilen lesen, das, was uns die Bibel auf der einen Seite lehrt und das, was solche säkularen Bücher wie die verborgene Geschichte der Jesuiten auf der anderen Seite uns lehrt, wenn wir die zwei Dinge zusammentun, dass wir dann das große Bild begreifen können und uns nicht mehr von der zwischen Anführungsstrichen Realität in der Gesellschaft, in der wir leben, verblenden lassen und deren Lügen folgen. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, aber es war mir das wert. Es war mir das wichtig,
das so zu bringen, wie ich es gebracht habe. Nächstes Mal fahren wir fort in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris von 1975. Weiterzulesen und weiterhin Dinge aufzudecken, die in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg passiert sind, und danach werden wir uns mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Aber ich glaube, ihr habt heute durch diese Lesung schon mal einen tieferen Einblick in die wirklichen Hintergründe der Geschichte Europas und der Welt bekommen, die der Vatikan nach seinem Gutdünken lenkt, um sein Ziel zu erreichen. Am Ende muss die Kirche als Gewinner dastehen. Die Kirche Satans. Die römisch-katholische Kirche, die nicht christlich ist. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Jörgler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation in through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, there was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.